Musst du mir Eier trennen? So, okay. Schön schneiden. Ja. Das Eigelb von dem Ei klar trennen. Ah, nicht das Ei von der Schale trennen. So. Da kommt das Eigelb rein. Und der Rest? Da rein. Mach mal fertig. Ich komme dann gleich nochmal mit. Max Schaulzer ist da übrigens letztens ganz kläglich dran gescheitert. Bei dir habe ich aber gute Hoffnung. So, jetzt müssen wir schön die 40 hier dran. Ich brauche nur genaue Anweisungen. Okay, wir brauchen neue Eier, haben wir da. Drei Eigelb da rein, bitte. Drei Eigelb, ja, hier rein. Wo ist denn die anderen? Möchte jemand von euch eine Suppe haben oder so? Wo geht denn das Hähnchen an? Wie das angeht, zeige ich dir sofort. Was hat dein Herd? Mein Herd hat so Dinger, wo man dran dreht. Ich brauche hier eine Schüssel für die ja. Dotter. Ich sehe gerade nichts mehr. Jetzt gebe ich einmal die Anweisungen. Pass auf. Und du solltest hier die Eier so. Ohne Schale reinmachen. Also. Herr Schaulzer. Ja? Was hast du jemals in der Küche gemacht? Pass auf. Wo ist denn das? Du sollst. Ich meine, kann ich mal bitte jemand haben, der drei Eier trennen kann, oder? Sag mal, ich brauche Eigelb. Du hast einen neuen Gast. Ich habe ja nichts gekriegt, wo ich das reintun konnte. Das Eiweiß hier. Ja. So, den Spargel stelle ich dir mal hier rüber. Was machst du jetzt? Jetzt mal das Eigelb da wieder raus. Komm, ich helfe dir mal. Hey, mach das schon. Komm, mach das schon. Ist ganz einfach. Ja. Was soll hier rein? Ei klar oder Eigelb? Hier sollte das Eigelb rein. Nur das Eigelb. Aber ich habe jetzt erst die Schüssel gekriegt. Ja, pass auf, das hier tun wir erstmal wieder raus. Max, kann ich nur sagen. Bahnen, Pech und bleib noch. Hat der ja gesagt. Warte mal, so. Ich helfe dir einmal ganz kurz. Weil ja. Es gibt einen wunderschönen Trick, wie man das machen kann, ohne dass es Probleme gibt. Ja, das habe ich ja vorher so gemacht. Ja, pass auf, du machst hier auf, das ist okay. Und dann lässt du das einfach auf deine Hand rollen. Siehst du? Weil dann kann dir nichts mehr passieren. Ja? Ich habe das aber so mit hin und her, das geht doch auch. Geht auch, aber dann geht es manchmal kaputt. Aha. Ja? So. Okay. Da so. Der Kollege, der kann das gut erklären, Johann. Schau mal. Siehst du? Ja. Also über die Hand. Ja. Über die Hand rollen. Ja, das ist ja kein Problem. Ich befürchte, heute gibt es nichts. Wenn du das so erklärt hättest, hätte ich schon 8 so. Eier fertig. Ich bin dann wieder dabei. So. Das ist ja. Da sind noch mehr Eier. Ja, ich brauche keine mehr. Ich brauche noch ein Ei, bitte. 3 Eier brauche ich, Max. Wir sind schon 3 drin. 3? Ja. Wo ist das dritte? Ja, das ist schon voll. Aufgenommen. So, der macht das nicht so, der macht es wieder anders. Nein, ich brauche keine mehr. Aber das fehlt wirklich. Max, das fehlt wirklich. Nein, mit Krawatte kann ich also, nicht so. Bitte Folgendes festzuhalten. Eine Viertelstunde ist vergangen und wir haben bis jetzt nur Eier getrennt. Eben, ja. Also nochmal, Max, eine genaue Anweisung. Ja, das bitte ich darum. Ich brauche bitte nochmal neuen Zucker von hinten, ja? Also, 3 Eigelb hier rein. Zucker dazu, dann stellst du die Schüssel da rein. Also, Johann, und machst innen das warm. Johann. Ich hatte ihm gesagt, er soll die Eigelb aufschlagen über Wasser, weil ich schüttete die Eigelb ins Wasser. Du hast gesagt, ich soll das als heiße Wasser. Deine Anweisungen sind nicht präzise genug, Johann. Aber Max, jetzt aber schau mal, das wird eine schöne Eierspeise. Aber Max, jetzt bist du im Club, weißt du? Margarete Schreinemakers und Frank Elster, die haben sich auch alle so dusselig angestellt.
Sehr geil, sehr geil. Ja, ja. Ihr schön so durch das Ei abtropfen lassen. Ja. Und jetzt wichtig, da rein. Und jetzt hier oben drauf. Und jetzt ist nicht mehr, nicht festdrücken. Dann nur so drauf, guck mal hier so. Ja. Ganz leicht. Und dann hier rausnehmen. Und jetzt abtropfen lassen, siehst du hier. Mhm. Jetzt hast du einen schön panierten Schnitzel. Okay, dann machst du gleich die nächste. Du machst das gleich, ja? Ja, mach ich. Aber Margarete, du magst du ein Bierchen aus dem Fläschchen? Lecker. Ja, gut, ja. Wenn du das sagst. Johann, bitteschön, komm, auf den heißen Ofen. So, und jetzt machen wir so, ne, so einmal so nehmen und dann, ja. Ah. Keiner weiß, woher es kommt, zum Wohle. Prost, Walter. Zum Wohle. Prost, Johann, Schatz. Du sollst es anständig machen. Hör mal, bei dir sieht das so toll aus und bei mir wird das. Ja, aber das ist ja nicht so schwierig, dass in Mehl, Ei und Brötchen zu tauchen. Sag mal, ich hätte eigentlich lieber mit dir gekocht. Ja. Margarete. Voll scheiße geworden hier. Guck mal hier. Ja. Ich muss also, Johann, jetzt sei doch mal ganz, das ist doch kein Unterschied. Nein, ja, ja. Leg mal, guck mal, ja. Das ist kein Unterschied. Ja. So sieht ein gleichmäßig gelegter Schnitzel aus. Ja. Das sieht aus wie bei für ein Mädchen finde ich das wunderschön. Ich würde sagen. Ne, Walter, was sagst du da? Ich würde sagen, der Schnitzel ist ein bisschen runzlig geworden. Ja, echt? Ich wasche es ab und wir machen es noch. Nee, hör auf jetzt. Wir können ja jetzt tauschen. Du machst da weiter, ich mach hier weiter. Ja, hast du ihn lieber? Ja, ja, ich glaube, er steht auch mehr auf Männer. Du kannst auch meine Kuh haben. Was hast du für eine Schuhgröße? Wir tauschen die Schuhe. Ich habe zwei. Also gut. Johann, nur noch einen Schuh. Doch. Komm, jetzt lass uns weitermachen. Es wird ja nichts mehr sonst. Ich bin völlig alleine. Ich schneide die Kartoffel jetzt, komm. Okay, aber ich kann keine Birnen mehr sehen. Nein, du bist fertig. Also, ich kann dich abtrafen. Wenn du das einfach nur wegtust. Ach, richtig, nimm die Hände dazu. Das wäre super lieb von dir. Aber herzlich, dafür bin ich doch hier. Du bist ein Schmuckstück. Ja, pack's an, komm. Und dann ins Mehl, ne? Dann ins Mehl. Erst Mehl. Nein, erst Mehl, dann Ei. Ja, wir schreiten da nein. Umgekehrt. Zuerst ins Mehl, dann ins Ei. Ja, mach ich doch. So. Tun wir das hier drüber. So. Margarete. Mach weiter, komm. Ihr macht einen hier total bekloppt. Johann, das ist alles Frau Schreine, Markus. Ja, Schatz. Ich auch mal mit einer Frau versuchen. Ich hab Fotos gesehen. Ja. Wo du in einer Küche stehst. Ja. Erstmal. Hier ist es heute, ja, aber. Ne? Ja. Ja. Also, meine Damen und Herren, ich übernehme keine. Ich stehe nicht nur in dieser Küche. Jetzt ganz schön, bitte. Ich mache auch viel lieber Walter. In der Küche. Also ich übernehme keine Garantie für die Schnitzel, das sage ich euch. Oh. Aber ja. Sie halten mir doch den Rücken hier frei, oder? Ich auch. Danke. Sag mal, geht das immer so langsam hier? Komm dir mal helfen, ja? Wie kriegen wir das umgedreht? Aber ist doch schon mal drin, ja, oder? Ich meine, gut, wenn er das so dreht. Ja. Also, halt mal fest, ich drehe die Schüssel. Ja. Oh, ja, komm, machen wir das mal vor hier. Schönes Gerät. Gehört Johann. Los, Johann, jetzt weihe mich ein in dieses komische Ding hier. Das ist ein Teil einer Maschine, das gehört da hinten drauf. Ah. Das verrät ja einiges. Ja, das gibt's ja. Was mache ich damit? Bin ich heute euer Hampelmann, so. Lust? Nein, zeig mal. Das war das Eiweiß. Das ist gut. Ja, das wollte ich doch reinschalten. Ja, Moment. Ja.
Also Eiweiß erkennt man übrigens sehr schön an der Farbe. Pistazien hacken. Zwei Scheiben Butter, eine feuchte, feuerfeste Farbe. Das wird jetzt sehr lustig, Leute. Ich habe noch nie, also. Ich hab noch nie einen gesehen, der hat mit der Maschine von Hand aufgeschlagen. Sag mal, soll ich das schon reinmachen oder ist das zu früh? Was? Das du sollst erstmal die Eier glatt rühren, die Ach so. Eier mit den Quark. Also Johann, ich habe hier die Serie, der zeigt jetzt 8888 Gramm an, aber der geht nicht an. Da gehört noch ein Deckel drauf. Ach so! Muss ich nicht für das Gelbe eine Gabel nehmen? Deckel? Ein Schneebesen. Ah, ja. Ein Schneebesen. Nee, das ist nicht der richtige also, Deckel. Heute gibt es nichts zum Essen. Gar nichts. Ja, das ist ein Schneebesen. Ja, genau. Ne? Glas rühren. Zucker dazu geben. Das mache ich schon ganz professionell, oder? Und das mache ich jetzt, bis es grün wird. Herr Lichter kämpft mit einer Maschine. Ja. Guck mal, Frank. Danke, Lob. Geht auch nicht schneller als mit dem Finger. Guck mal hier. Ja, das ist ja super. Guck mal hier, Horst. Das kannst du einfach einstellen, 13 Minuten. Ja, aber meine Methode ist energiesparend. Und dann rührt der die Füße. Dann schneidet man doch links, wenn ich das richtig mal zugeguckt habe. Genau, richtig. Und dann ausschaben. Bist du begeistert? Ich bin begeistert. Aber es sah schon schön aus. Wie er. Das könnte man auch nie wieder machen. Guck mal, der Frank versucht gerade nicht ohne Stücke zu schneiden. Und warum nicht? Warum machst du das? Du sollst das Mark auch kratzen, aber nicht. Aber das Ei ist jetzt steif, glaube ich. Ja, das Mark ist raus. Ja. Das Mark ist raus, was willst du denn? Das heißt, wenn das Mark raus ist, muss man alles in Stücke schneiden, oder wie? Hab ich mir gedacht. Komm, die gehen wir so rein da. Das Mark, wo ist das Mark jetzt? Steif muss ein Eischnee werden. Keine Ahnung. Wo ist das Mark jetzt? Das Mark hier drin. Wo denn? Wo denn? Komm her hier! Ich schmeiß das Mark weg! Du hast gesagt, mach das Mark raus. Also, Mark ist draußen und jetzt sollte er rein, oder wie? Darf ich da Mark? Zeig nochmal das Mark in die Kamera. Was macht denn jetzt so? Also, es ist Nuschmann, diesmal Vanille. Sie müssen sich jetzt denken, da wäre Vanille drin, ja. Soll ich das jetzt schlagen? Glatt rühren. Du, ich bin fertig. Ja. Hiermit fertig. Mit den gelben, ja? Ja. Ja. Nee, dann stellen wir das auf Seite. Das räumen wir erstmal alles weg. Müssen wir abschmecken mit ein bisschen Salz und Pfeffer. Das Maß war also, um das da reinzumachen. Ah, sag doch gleich, dann ist das andere sozusagen die Schale wie bei der Apfelsine. Ja. So, hier, komm, jetzt sag. Hast du nie gehört vorher, dass man das Mark nimmt? Nee. Aber ich werde ja immer nach 5 Minuten gleich bei uns zu Hause aus der Küche rausgeschmissen. Ich habe den Überblick verloren jetzt. Ich verstehe das auch. Also als erstes Gurke schälen, ins Kernen und fein hobeln. Danach machst du dann das Salatsüßchen, aber ich würde sagen, du fängst damit mal an. Und wenn du die Hände mitnimmst zum Kochen, dann geht's richtig zackig. Wo mache ich das Zeug hin dann hier? Dann nehme ich das raus? Ja. Ah, hier, mit so einem Löffel. Nee, weißt du, ich dachte nur, weil du hier so... Hier rein, oder wie? Ich meine, Johann versucht auch schon mal mit mir mit gutem Reden was hinzukriegen. Ja, kannst du auch nicht. Ja, super. Ja. Gut. So. So, Hansi, übrigens, hier, guck mal, das hier ist, guck mal, Backofen. Zwei. Kühlschrank. Herd. Gut. Johann. Guter Koch. Nadine, großer Schuss.
Hätte ich die schälen müssen? Ja, schälen wäre schön für Gurkensalat. Ja. Das, hätte ich das kann man aber auch müssen, nachher oder? Noch machen. Ja, kann man auch machen. Aber vielleicht bevor du sie in Scheiben schneidest. Gut. Schält sich dann schnell. Ja, Johann, ich erkläre meinen Leuten, wie es geht. Du würdest sie ins Verderben rennen lassen. Ich nehme gerade vor, zuerst die Gurke in Scheiben und dann die einzelne schälen. Obwohl, das könnte man ja auch mal ausprobieren. Ja. Das stimmt. Sie ist instabil, die Gurke. Wenn du aber möchtest, kannst du sie auch mit dem Messer schneiden. Nee, das ist mir zu viel Arbeit. Ist dir zu viel Arbeit? Ja. Ja, pass auf, dann solltest du nicht ganz hinten anpacken, weil dann... Ja? Du hast eben gesagt, nicht zu weit vorne anpacken. Ja. Aber wenn du ganz mehr... Du hast so, das war sehr gefährlich. Ja. Den Finger weg. Und dann nimmst du so und dann guckst du mal hier, was funktioniert, ja? Gibt's nicht so ein Gerät, wie du auch hast, das... Weil die Gurke einfach reinstecken. Die zerhäckselt die. Bei Johann auf seiner Seite, da gibt es Geräte. Hier wird noch mit Hand gearbeitet. Man kann das auch anders machen, weißt du? Ach, du kannst es so schneiden, ja? Du musst dann nur aufpassen, wo du schneidest. Dann geht das. Ich muss mal hingucken. Ja, ganz wichtig hingucken. Ja? Also so wäre es eigentlich am schönsten. Dann haben die eine wunderbare Stärke. Ne? Also muss ich heute nichts mehr machen? Doch, du... Also raspel den Rest auch noch, okay. Komm her. Das klappt schon. Jetzt probiere ich jetzt auch mal, wie das geht hier. Ne? Haben Sie versucht, sich noch an der Gurke? Sieht aber gut aus. Machen Sie eine typische Handbewegung. Jo, das ist das erste Mal im Leben, dass mir eine Gurke leid tut. Mir hat noch nie eine Gurke leid getan. Und Sie klatschen dazu, oder? Ja, bitte, Hansi. Gibt es diesen Hobel auch in scharf? Ja, aber für Fortgeschrittene. Ich habe da ganz große Angst um die Finger. Sag mal, Hansi, mit dem Butterbrot, hast du das wirklich schon mal gemacht? Ich bin ein bisschen überfordert. Oho. Man hat ja nicht das richtige Werkzeug. Doch, wir haben alles an Werkzeug. Genau, danke. Du bist der Erste, der es schafft, dass in einer Teflonpfanne ein Ei festklebt. Die Butter. Da tust du die Butter immer später rein. Ja, ja, Moment. Es ist wirklich tatsächlich. Bitte schön, Butter. Das ist doch angebrannt, das Ei. Das riecht man ja sogar. Ist angebrannt drunter. Nee, das ist nicht das Ei, was angebrannt ist. Das ist der Toast. Aber jetzt sieht man es nicht mehr, weil jetzt liegt das Ei auf dem Toast. Du machst dir aber nicht oft selber Butterbrote, Hansi, oder? Ich bin verheiratet. Ah. Hansi, geht's dir gut? Ja. Gut. Wenn du die Hände rausnimmst, könntest du den Lachs da drauflegen. So kann man es auch machen, ja. Ich hätte es gerne so drüber gelegt gehabt. Sieht ein bisschen hübscher aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, Hansi, du hast sehr, sehr lecker gekocht. Ein Riesenapplaus für meinen Hans. Drei Soßen haben wir hier. So, Hans, jetzt kommen wir gleich zur schönsten Seite des Tages. Zwei. Wir setzen uns. So. Fast. Mein Auflauf ist auch fertig. Fast. Es gibt ja Gäste, die mir besonders gerne wieder einlädt, oder? Komm, ich lasse nichts über meinen Hansi kommen. Weil ich finde ihn nicht nur sehr gut aussehend, sondern auch verdammt nett und hochkompetent im Küchenbereich. Danke schön. Das ist ehrlich. So. Du
kannst die halbieren. So. Okay. Machst du mal, wie du die machst. Nein, er ist so, wie er sein soll. Hast du sehr schön gemacht. Schön mit dem Löffel noch ein bisschen schlagen. Der muss zäh vom Löffel abfallen. Siehst du? Spießchen. Jetzt hat der Guido hat jetzt hier die Melonen halbiert, ja? Für die Suppe. Ja? Ganz ja. normal durchgeschnitten. So ich kann dir jetzt was zeigen, wie man das noch anders machen kann. Und zwar, wunderbar. Man nimmt hier eine Melone. So, ich hätte gerne einen Applaus. Guido hat Melonen halbiert. So. Ja. Jetzt, das ist im Prinzip. Das ist im Prinzip nicht schlecht. Ja? Wir machen jetzt also Folgendes. Wir schneiden jetzt hier die Melone anders. Und zwar, guck mal hier so oben. Oh, jetzt wird die Melone anders geschnitten. So rein, siehst du hier? Schön so. Das ist jetzt die künstlerische Version. So, immer so spitzen, ja? Bis dahin. Das Auge. Nee, Johann, das war Halloween, was du da machst. Nee. Siehst du so? Schön immer. Das ist Ikebana für Restseher, was du da machst, Johann. Guck mal. Das sieht schon spannend aus. Guck mal so. Und dann hier wieder zusammen. Schön ein bisschen in die Mitte durchschneiden, ja? Okay. Und jetzt einfach hier den Deckel abheben. Siehst wow. du hier? Applaus für den Melonen hier. Oi, Johann. Jetzt machst du in der Mitte das Kerngehäuse raus und dann musst du die Melone komplett aushöhlen, weil das Fleisch brauchen wir für die Suppe. Machst du in eine extra Schüssel rein. Okay. Aber das wird jetzt schwieriger mit dem Kerngehäuse. Ja, kleiner Löffel, ne? Oder? Das kriegst du schon hin. Guck mal, ja. in die Mitte so rein. Ich mach so. Das, wenn ihr das wollt. Jetzt brauchen wir die Melonen helfen. Integrier sie mit der Hand. Melonen hast du doch. Gerät damit. Jetzt habe ich die Melonen so schön geschnitten. Ja, weißt du schön? Ja. Er hat sie weggeschmissen. Nein! Ich als dein gehorsamer Schüler dabei. Ich war dein gehorsamer Schüler. Er hat gesagt, weg damit. Er hat gesagt, weg damit. Sag mal. Habt ihr schon mal jemanden gesehen, der zu Hause so mühevolle Melone ausschneidet? Meine war ganz einfach geschnitten dabei. Ich gehe dann schon mal. Ja, auf Wiedersehen. Okay, ich mach den Rest. Immer. Also, es wird auch sag jetzt bitte den Zuschauern, sie sollen sich vorstellen, es wäre eine Melonenschale. Horst? Ja? Ich muss jetzt mengen. Darf ich dir das in deine Hose stecken? So, tu mir den ganzen Schmuck in deine Hose. Noch mehr Sellerie, noch mehr. Noch mehr Sellerie? Viel mehr. Verdammte Scheiße. Danke. Yes. Das war die Tasche, wo da Loch drin war. Tja, du hast meinen Ehering jetzt, bitte, ja? Ja, aber du, wenn du wüsstest, wo der draufsteckt, dann bitte. Der ist total bescheuert, der Typ. Ja, kann ich die Sendung noch verlassen? Koch, dann nennt man, das ist jetzt der sogenannte Kochring. Dass der da drüber geht. Ja. Kann ich dafür, dass du so dicke Finger hast? Übrigens, die Sendung wird jetzt um 23.50 Uhr ausgestrahlt. Johann, du hast Petersilie im Gesicht. Wer, Johann? Du hast Petersilie an der anderen Seite, ja, da. Nee, ist weg. Ist weg, sieht gut aus, Johann. Das ist ein Schönheitsfleck. Also, wenn du ihm jetzt Ohrenring in die Tasche tust, werde ich komisch. So, jetzt komm.
Ja, also jetzt drin, ist egal. Auf, ne? Ja, meine Damen und Herren, und ich begrüße heute mal nicht nur Sie, sondern auch den bedeutend schöneren Johann. Ich habe mir nämlich mal einen Jungen ausgesucht. Johann König ist wieder bei mir. Johann, ich habe nur eine Bitte, bevor wir sagen, was wir kochen. Ja. Du musst mir was versprechen, auch mit Herz. Ja? Mach ich, ja. Du warst ja schon mal hier auf meiner Seite. Ja. Und ich weiß noch, wie du versucht hast, mir zu erklären, wie deine Mutter und Oma geprüft haben, wie eine Pfanne heiß ist. Genau, wie das Fett heiß ist. Ja, erklär mal kurz. Weißt du es noch? Ja, ich weiß es leider noch. Ein bisschen Spucke sammeln und dann kurz einnässen, also in die Pfanne spucken. Ja. Und wenn es spritzt, dann ist die Pfanne heiß. Ja. Das haben wir wirklich so gemacht und das kann man auch mit seiner Partnerin, also ich meine, wenn man sich... Nein, aber pass auf, wir hören hier. Wenn man sich sowieso auf den Mund küsst, dann kann man auch in die Pfanne spucken, oder? Das ist doch kein großer Unterschied. Ey, so gesehen... Johann. Also jetzt ganz ohne Scheiß, ich küsse mich auch mit Johann am Mund, also ja. mit dem alten Johann, aber ich habe noch nie in seine Pfanne gespuckt. Das mache ich nicht. Johann, also da musst du mir versprechen, tust du heute nicht mehr. Okay, versprochen. Heute kochst du nur noch und bist ganz anständig. Genau. Johann? Ich glaube, es heißt genug. Weißt du, wie ich das teste, ob es heißt genug ist? Zumindest zu Hause? Nein. Ich habe immer einen Spuck rein. Nee, lass. Das habe ich von meiner Mutter gelernt. Lass kurz sein. Reinspucken, wenn es zisch ist, heißt man. Ja. Lass sein. Ganz kurz? Nein. Nein, Johann, lass sein. Aber die Leute. Nein, aber wir sind doch irgendwie, oder? Wir aus sind Köln unter, beide. Nee. Ja, wir sind nee, unter auf. Uns. Aber nein, ja. Nein, es ist, aber noch ist zu heiß. Nein, es ist noch besser, gibt noch einen besseren Trick: den Finger reinhalten. Aber es zischt nicht. Reinpinkeln. Der Finger muss feucht sein. Meine Mutter sagt mir, ich spuck kurz rein, wir essen ja alle davon, wir sind aus einer Familie. Ach, hör auf. Und, wie viele Kinder habt ihr denn? Wir hatten zwei, also mein Bruder Horst Kevin und ich. Und, wenn die alle, ja, weißt du, wenn die da alle reinspucken würden, ist die Pfanne voll. So. Na gut, dann. Sag mal, Leute, anders nehmen wir jetzt. Horst Kevin heißt er. Horst Kevin? Horst Kevin. Ja, aber ein netter Name, warum hat man denn das Kevin noch hinten dran gemacht? Das war modern damals. Oder ist der im Osten gezeugt worden? So sieht die übrigens aus, wenn die heiß ist. Ich würde ja so gern mal reinspucken. Nein, du spuckst mir nicht in die Pfanne. Du kriegst nachher eine Pfanne, machen wir nur mal heiß zum Reinspucken. Ja? Versprochen. Wir möchten ein Glas Wein haben. Ja, wir möchten ein Glas Wein haben. Ja, ich bin fertig mit. So, ich mach dir mal eine Pfanne heiß zum Spucken, ja? Ja. Jetzt hört auf jetzt hier bitte wieder. Nein, das ist ja eine separate Pfanne. Das ist eine seriöse Sendung, ja? Ja, eben. Deine Pfanne war schon einmal heiß zum Spucken, aber ich habe sie wieder ausgetauscht. Ich mache die nochmal neu heiß, wenn ich hier ist. Weiterschlagen. Ja. Also, solange den Fisch hier oben stehen, aber wehe, das spritzt mir den Fisch rein. Nein. Da möchte ich aber ein Slow-Mo haben, damit wir das so richtig aber schön langsam zeigen können. Aber das kennt ihr wirklich nicht in die Pfanne spucken? Bitte? Kennt ihr das wirklich nicht in die Pfanne spucken? Nein, ganz ehrlich nicht. Nennst du mich? Nein. Ich komme mir vor wie so ein... Du kommst halt vom Dorf. Aus Soest komme ich. Du bist ein sogenannter Gourmet-Spucker. Ja. So, wir stellen das hier hin. So. So, wunderbar. Ganz toll. Mache ich dir denn damit eine persönliche Freude dann, Johann? Mit dem Zander? Oh. Nein, nicht mit dem Zander. Mit dem Spucken. Mit dem Spucken, ja, auf jeden Fall. Ja. Aber mit dem Zander auch. Mit dem Zander auch? Ja. Gut, pass auf, dann lass mich den erst in Sicherheit bringen. Die Brezen von einer Seite gern? Nein, der geht in den Backofen jetzt. Mhm. Damit er wunderbar durchziehen kann. Und seitdem ich das raus habe mit dem Baden und dem Föhn, habe ich mir gedacht, was mir steht, steht aus so einem Fisch. Ne? Guck ihn dir an. So. So, hier kann eigentlich kaum noch was schieflaufen bei meinem Essen. Jetzt, wenn du möchtest. Ja, ich habe gerade schon. Du hast schon. Das ist noch übrig geblieben, so wenig reingegangen. Wollt ihr essen? Wollt ihr probieren? Hier, Johann, wir möchten probieren. Du ja, auch? Ist heiß genug. Was? Hier, Johann, wir möchten probieren. Hier, Johann, wir möchten probieren. Hier, Johann, wir möchten probieren.
Und jetzt kommt der große Moment des Rostbiffs, ob das in Ordnung ist. Weil das ist nämlich nicht einfach, in einer kurzen Zeit Rostbiff zu braten. Guck mal, vorher schon die Entschuldigung. Ja, es ist nicht einfach, in der kurzen Zeit einen Rostbiff zu braten. Lass mal fühlen, Johann. Du, aber was ist denn jetzt mit unserem Dessert? Wie Dessert? Du machst so. Vorspeise. Ach so. Sieht gut aus, Johann. Der Spannungsmoment. Ich sehe schon. Wirbel, Trommelwirbel. Warte mal, Johann, lass mal fühlen. Nee, das hätte noch zwei. Lass mal fühlen. Das hätte noch zwei Minuten länger müssen. Ja, das hat noch Puls, man merkt's. Nee, es ist kein Witz, jetzt sagst du, wie es ist. Es ist einfach, die Zeit war ein bisschen zu knapp, aber. Boah, sieht das lecker aus. Ich esse es gerne so. Du isst es gerne so? Hier drauf, siehst du hier zum Salat? So. Dann ist von der Garungsstufe ungefähr so, als wenn du so einem Vieh auf der Wiese in den Arsch beißt. Nein. Am 10. Dezember ja? Haben wir was zu feiern, wir zwei. Stimmt, Johann. Habt ihr Silberhochzeit? Peter, für die Witze sind wir zwei verantwortlich. Und ich halte mich hier zurück. Ja, ja. Also exakt, liebe Zuschauer, exakt vor 5 Jahren haben wir beide angefangen mit Lafer, Lichter, Lecker am 10. Dezember. 5 Jahre. Ja. Oh. 5 Jahre, Johann. Ja, jetzt überleg ich mal, damals war ich noch ein blutjunges Ding. Ja. Ne? Ich hatte damals noch viel mehr Haare. Stimmt. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich anfangs deine Haare abends nach der Sendung noch ausbürsten musste. Das ist wahre Liebe, meine Damen und Herren. Vielleicht weint er ja schon ordentlich. So. Aber Johann, ich habe eine Wahnsinnsidee. Ja. Komm mal her, Schatz. Warte, was soll ich machen? Komm mal bei mich bei. Ja, ich bin da. Was soll ich machen? Entspann dich mal. Ja. Ich habe eine unglaubliche Idee, Johann. Ja, was ist das? Guck mal, 5 Jahre wir zwei. Ja? Und ich weiß ja, bei deiner Sylvia ist es ähnlich wie bei meiner Nada, unseren Frauen. Die sagen ja ständig, ob die überhaupt arbeiten da im Studio. Das fragen die aber erst nach zum 24 ja. Uhr. Ja. Was treiben die zwei nur in Hamburg? Weißt du, die kontrollieren sogar meine ganzen Klamotten, wenn ich nach Hause komme. Sollen wir die zwei nicht einladen als Gäste? Meine Nada auf deine Seite und ich mit Sylvia? Ich mit deiner Sylvia und du mit meinem Täubchen. Ja. Was? Johann, komm, sag ja. Komm, nick nur. Ja. Nick, ja. Was? Hui. Liebe Nada. Liebe Sylvia. Möchtest du einmal erleben, wie ein Mann richtig kochen kann, dann komm zu mir. Ah. Liebe Sylvia, möchtest du mit mir im Hotel schlafen? So. Und es ist halt, es gibt einfach auch ein paar Geräte, damit kannst du Frauen richtig beeindrucken. Ich sag mal, das so stimmt. So eine Zuckerwatte. So ein Gerät habe ich auch. Ich frag jetzt nicht nach, was das für ein Ding ist. So. Ich will jetzt genauer wissen, was ist das für ein Gerät? Das gehört auf jeden Fall nicht in die Küche. Ja, ich versuch's. So, Johann, ich habe übrigens, weil wir heute wieder mixen müssen, mir etwas aus deinem Teil unseres gemeinsamen Hotelzimmers geholt. Was schon wieder? Ja, und zwar habe ich deinen Luststab genommen.
Was ist ein Lüststab? Den brauche ich jetzt. Ah nee, der heißt Zauberstab. Zauberstab heißt der. Was jetzt, ist ein Lüststab? Aber nachdem ich den eben ausprobiert habe, kenne ich jetzt auch das Geräusch, wenn ich nachts einschlafe. Nachdem du den ausprobiert hast, ist nichts mehr dran, oder wie? Ja. Und zwar nehme ich dafür so einen Wettstahl. Ui. Den habe ich vorher sauber gemacht, jetzt mache ich hier ein Loch. Ha, warte, bereite das Fleisch doch drauf vor. Du kannst ja nicht so urplötzlich mit so einem dicken Stab da durchkloppen. Komm her. Oh! Du, das ist die falsche Sendung hier. Du hast sie nicht alle hier. Johann, das tut mir weh. Das tut mir weh, wenn ich zugucke. Du. So, ich habe übrigens hier kleine Nudeln, ja? Das sind so. Ach ja, Herr Lapa hat kleine Nudeln, ja super. Seid ihr bekloppt daraus? Wir haben das nicht gesagt, das kam von dir. Ja, Johann hat gerade im Fernsehen gesagt, dass er eine kleine Nudel hat. Nachmittags. Er auch, ja? Ja, er auch. Wie du auch? Heute outen sich alle hier. Das ist doch unglaublich. Also. Ich hab übrigens. Ich muss mal kurz anrufen. Zwischendurch da. Ja. Du rufst an, Johann? Ja. Frag zu Hause nach, ob das stimmt mit der Nudel. Hermann? Hier ist Johann Lafer von Laferlichter Lecker. Guten Tag, Frau Hermann. Guten Tag, das gibt's doch nicht. Doch, doch. Ist es wahr? Das ist wahr. Das ist wahr, dass ich das noch erleben darf. Ja, das dass der Mann mit der kleinen Nudel anruft. Herr Lafer. Was, Johann? Ich muss sagen, du kannst mir mit einem richtig guten Bauernbrot und einer frischen Butter echt eine Freude machen. Johann, dann mache ich dir heute eine Freude. Dankeschön, die Sendung ist für mich durch. Ich bin da raus. Endlich habe ich mal was gemacht, was für Johann schön ist. Ja. Nee, aber sei doch ganz ehrlich. Das ist lecker, lecker. Ist das nicht ein Träumchen? Ja, ich muss auch sagen, weißt du, so ein schönes Brot mit frischer Butter, dann mit dir zusammen auf einer Parkbank. Ah, oh, Johann. Aber weißt du was? Ja. So ein bisschen altershomosexuell bist du schon. Ne? Kommst du jetzt hier hin? Dankeschön. So, und wenn du nicht kochst, dann bist du noch Schauspieler, richtig? Also ich habe mitgemacht bei der Küstenwache. Moment mal gerade. Was meldet ihr dann? Also, mach so in der Mitte so. Wie Rosette. Ah, lieber so. Okay. Und dann so übereinander legen, dass es schön wie eine Blüte aussieht. Okay. Komplett drüber legen. Gut. So. Also, Johann. Ja. Zurück zu deiner Frage. Ja, bitte. Ich habe bei der Küstenwache mitgemacht. Weil ich bei dir so mag, ist, dass du nie den Faden verlierst. Nee. Das dauert zwar jetzt länger, Horst, aber gut. Es ist einfach toll. Nach dem, nach dem Katzenklo kommt die Küstenwache. Was hast du bei der Küstenwache gemacht? Ich habe eine Leiche gespielt. Eine verschwundene Wasserleiche. Wie lange hast du den Text gelernt? Ja, ich musste. Er ist tot. Ein Nordstern, der Matrose aus Lübeck. Also, so nennen ihn seine Fans. Kennt ihr den nicht? Der macht so Seemannsschlager. Ich hab doch gesagt, ich bin kein Schauspieler. Also und als Leiche musst du nicht so viel Text können. Doch. Kluck, 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 kluck. Ich bin kaputt. Jetzt kommt hier der Meerrettich.
Aber Nino, jetzt mal ganz ohne Blödsinn. Ja. Wir hatten ja schon mal die ganzen Tatort-Kommissare teilweise hier. Und dann sagte uns der Dietmar Beerhorst, du glaubst gar nicht, wie viele sich bewerben dafür, mal im Tatort die Leiche spielen zu dürfen. Sagt er, das ist gar nicht so einfach, wie man glaubt. Ja, klar. Weil du musst ja glaubhaft tot sein. Ja. Na, wie bereitet man sich auf so eine Rolle vor? Liegt man dann erstmal so... Da lacht ihr, Mensch. Leg dich mal hin und bist tot. Und dann guckst du. Da kannst du nicht zwischendurch mal fragen, ist gut? Ja? Nee, jetzt. Na, jetzt ehrlich jetzt. Das ist Kunst. Warte, wie man sich darauf vorbereitet. Ja. Ja, am besten im Schlaf. Sag mal. Man darf sich dann auch nicht oft rumdrehen. Ne? Hör mal. Oh. Ja, bitte. So, nee, alles klar. Warte mal. Zweite Scheibe auch noch. Noch eine Reihe reinmachen, schön. Teller hier, kein Rand. Okay. Noch eine Rosette, bitte. Zwei Scheiben. Noch eine Rosette. Ja, ne? Ja, sehr schön. Finde ich auch. Ja, sehr schön. Sag mal, wenn man da einmal eine Wasserleiche gespielt hat und das war gut, ist dann der nächste Schritt, dass man dann so eine Landleiche macht? Ich war keine Wasserleiche. Ach, du warst keine Wasserleiche? Nee, ich bin auf ich... Ah, nee, Küstenwache, deswegen kam ich drauf. Entschuldigung. Ja, ja, nee, ich bin auf meiner Yacht quasi erschossen worden. Oh. Ja. Dafür siehst du aber noch verdammt gut aus. Ja. Das heißt, du warst ein... Was warst du denn vorher? Ich war Schlagersänger. Unter. Das war man da gemacht. Sag mal, hätten die nicht auch den Wendler nehmen können? Den hätten sie ja in Wirklichkeit erschossen. So. Hast du gesehen, was er gemacht hat? Die Wanne muss heiß sein. Das wird ja nichts da, den Scheiß da. Komm her, raus damit. Heiße Pfanne, die Pilze saugen sich komplett mit Öl voll hier, Herr Direktor. Oh, jetzt wird er aggressiv. Hans-Werner, wenn du möchtest, kannst du zu mir rüberkommen. Heiß, die Pfanne muss heiß sein. Du kannst keine Pilze in die kalte Pfanne tun. Hans-Werner, bring die Gitarre mit, komm ruhig zu mir. Ja, nein. Ach komm, nein, ich bin ja gerne hier. Du musst die wirklich. Lass mich gerne demütigen von dir, mein Großer. Ja. Nein, ohne. Die Walde sind nicht zu den Pilzen. Die Pilze sind was anderes. Das ist nicht alles auf einmal auf dem Blatt zu machen. Du musst zwar... Also, sag mal, hast du mich vorhin nicht verstanden? Die Pilze tun wir jetzt braten, erstens. Ich wollte es einfach mal anders probieren. Vielleicht wird da auch was draus, ja? Aber weißt du, was die Pfanne wie gar nicht heißt hier? Ja, siehste, weil der Herd nicht funktioniert. Na, hat Stromrechnung nicht bezahlt, was? So. Die Pilze zur Seite, jetzt tust du bitte Folgendes. Tust du hier schön Walnüsse ganz klein hacken. Ganz klein. Ganz klein. Und da drin sind noch viele Kräuter, die auch klein schneiden. Kräuter müssen rein. Kräuter. Ja. Klar. Ah, Kräuter. Jetzt werden wir erstmal die Ravioli alle kochen da. Oh Gott. Die sind sehr schön dünn geworden. Fantastisch hier. Hans-Werner, die sind super. Ja, danke. Das ich sag, er soll Kräuter schneiden, der schneidet mir die ganze Minze zusammen. Damit kannst du das ganze Studio Pfefferminze kochen. Hans-Werner, guck mal in die Kamera und sagst du mal, das habe ich richtig gut gemacht. Das ist gut. Gleich voll. Er schneidet noch weiter. Okay, ja. Moment, ich zeig dir was. Hans-Werner, guck mal. Das sind Kräuter übrigens. Ja, hier. Das ist doch auch gut. Also, muss ich sagen, ich habe heute einen absoluten Experten eingeladen. Ja, ja. Aber sympathisch. Wobei muss ich ja sagen, Pfefferminz ist auch ein Kraut. Ja. Aber das ist viel zu viel. Das kannst du nicht nehmen. Komm hier. Übrigens, was ist das hier? Was ist das? Riechen. Riech mal.
Radieschen, nein. Na, bist du blöd oder was? Was ist das? Petersilie. Nein. Was ist das? Grün. Was ist das hier? Bohnenkraut, Basilikum, nee, Majoran, Estragon. Nein, was ist das hier? Du tust mir weh, Junge. Das ist Petersilie. Nein, also nochmal. Das erste hier, kann man die Kamera groß zeigen, komm her. Das erste ist hier Kerbel. Das ist Korianderkraut. Ah. Und das ist, die ganze Küche spricht davon, Estragon. Ah ja, genau. Estragon. Und das kennst du aber? Dill. Ja. Nah dran. Nah dran. Ne? Nah dran. So. So, man nennt es auch schon mal Schnittlauch. Tust du mal zitten, zupfen meine ich jetzt alles und kleinschneiden. Grüne Spaghetti sind das. Ja, genau. Was denn? Guck mal, ja, schon ausgelacht, wenn man hier sieht, wie ich Eiweiß und Eigelb trenne. Das wird eine eigene Sendung. Hey, was denn? Du sollst die Eier nicht wiegen, sonst sollst du drinnen. Ich muss erstmal, ein Gefühl für das Ei kriegen. Verstehst du? Komm mal, ich muss es mal vorzeigen. So, eins habe ich. Ja, okay. Ja. Ja. Mach das zweite. Warte mal, hier ist ja noch das Eiweiß. Das sollst du alles hier reinmachen. Ja, das wäre dann der nächste Schritt gewesen. Das ist ein 5-Jahres-Plan, das ist wie in der DDR damals. Die Schüssel brauchst du nicht, wenn du zwei hier hast. So, ja, machst du das. Pass auf, jetzt schmeißt du mein drittes Ei runter. Nee, du machst hier das Eiweiß, dann das Eigelb. So, mach mal. Das muss ich mir jetzt schon mal merken. Aber es ist schon schlimm, dass wir dich schon mit einem Ei beschäftigen können. Ja. Du schälst hier Möhren wie doof. Besser? Was machst du denn da jetzt für den komischen Bewegung? Ja, ich will das da rausschütteln irgendwie. Ach, ist ja auch okay. Guck mal. So. Ja, super, wie Mutti. Wie Mutti. Ganz genau. War deine Mutti auch so ungeschickt? Und kein Eigelb ins Eiweiß. Ja, Spuren von Eigelb. Schau her, geht's her. Verwendet sich. Schau, aufklopfen hier. Ja. Ganz auseinandernehmen. Jetzt das eine da reinkippen. Und das andere wieder da reinkippen. Exakt so habe ich es gemacht. Obwohl, Johann, bei ihm sah das wesentlich lustiger aus. Ja. Und meine Hände sind jetzt auch ein bisschen versaut. Da macht nichts. Gut. Okay. Halt einfach mal Johann lieb. Dann das, geht haben wir in der, das haben wir in der Punkzeit, haben wir das Eiweiß als Haarfestiger genommen. Das heißt, als Punk, die Punker haben sich das in die Haare geschmiert. Ja, wir hatten auch die Eier getrennt. Da haben wir die Eier getrennt. Ja, das haben wir, das Gelb haben wir gegessen. Deswegen hast du jetzt noch so viel Haare. Ja, genau. Hatten wir nicht schon drei? Kenn du auch mal eins. Ja, ich finde gut. Nee, wir haben nur drei. Achso, also bitte. Du willst meinen Ingolf verwehren, ein Ei zu trennen? Ja. Trenn jetzt ein Ei, Ingolf, du bist meiner, komm. Aber trenn es auf deiner Seite. Trenn jetzt hier ein Ei. Komm. Ich kann es ja forcieren. Ja, dann verändert sich das ganze Mischungsfeld. Nee, das also, verändert sich ich nicht. Ich genau, werde das wahrscheinlich genauso ungeschickt machen wie du. Hochprofessionell. So ein ekelhafter was? Streber. Ingolf, vielen Dank was? Auch. Ja, einmal genau. Bitte hier die Maschine fest. Ich halte mal die Maschine. So musst du mir Eier trennen. So, okay. Schön schneiden. Ja. Das Eigelb von dem Ei klar trennen. Ah, nicht das Ei von der Schale trennen. So. So. Da kommt das Eigelb das rein. Und der Rest? Da rein. Mach mal fertig. Ich komme dann gleich nochmal mit. Max Schaulzer ist da übrigens letztens ganz kläglich dran gescheitert. Bei dir habe ich aber gute Hoffnung. So, jetzt müssen wir schön die Pfirsich hier dran tun. Das heißt kalbieren. Wenn der Pfirsich ordentlich optimal reif ist, dann kann man den Kern auflösen. Das Ganze ist dann funktioniert. Das habe ich ja noch nie gesehen. Mein Gott. So. Pass auf, ja, tu mir jetzt das. So. Ja.
Du solltest man hier kann jetzt auch das Eigelb einfrieren. Und rausholen, wenn du brauchst. So, wo soll Eigelb rein hier? Ja. Das habe ich noch nie gesehen. Wer hat dir das denn beigebracht? Yps-Heft. Jetzt guck mal ein Knaller da rein. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Da ist der Knaller. Wenn das die Hühner wüssten, würden die langsamer legen. Also ich nehme alles zurück, weil es über Eier trennen gibt. Also lieber Herr Schauzer, wenn Sie das zu Hause sehen, so werden fachmännisch Eier voneinander getrennt. Guck dir das an. Johann, hättest du das für möglich gehalten, dass das funktioniert? Ganz toll ist, was da kommt. Schau mal an. So, jetzt müssen wir wirklich mal wieder machen. Jetzt ehrlich. Lass mal kochen jetzt mal.